Hallo ihr Neugierigen, Steve Jobs, Genie oder Ungeheuer? Wie war der Mann, der mit seinen Ideen die Realität des 20. und 21. Jahrhunderts revolutionierte und für immer in die Geschichte der technologischen Entwicklung einging? Seine älteste Tochter sagte, dass er sehr anspruchsvoll und kompliziert war und privat ein kalter Vater, der sie nie gewollt habe. Seine Erstgeborene war nämlich eine ungewollte, außereheliche Schwangerschaft. Heute ist sie eine bekannte Schriftstellerin. In ihrem neuesten Buch enthüllt sie die Wahrheit über ihren berühmten Vater. Das Buch ist schmerzhaft und bewegend. Wie war ihre Kindheit? Warum wollte sie der Vater nicht? Welchen Einfluss hatten ihre Emotionen auf ihr Leben? Was sagen die Witwe von Jobs und die drei anderen Kinder dazu? Bleibt dran, um all das zu erfahren. Vor 8 Jahren verlor Steve Jobs im Alter von 56 Jahren den Kampf gegen Krebs. Und nach seinem Tod kamen viele Details über sein Privatleben und den Charakter des Genies ans Tageslicht. Einen besonderen Platz in dieser Geschichte nimmt seine schwierige Beziehung zum ersten Kind, der Tochter Lisa Brennan Jobs, ein. Stephen Paul Jobs wurde am 24. Februar 1955 in San Francisco geboren. Er war ein Kind von Studenten, die ihn bei der Geburt zur Adoption freigaben. Der kleine Steve wurde somit von Paul und Clara Jobs in Mountain View in Kalifornien aufgenommen. Sein biologischer Vater war ein Syrer und Muslim, Abdulfatah Yandali. Und seine Mutter Joanne Schieble war halb Deutsche, halb Schweizerin und katholisch. Und obwohl ihre Eltern mit der Beziehung der Tochter nicht einverstanden waren, heiratete sie den Syrer. Allerdings verließ er sie nach einiger Zeit. Viele Jahre später fand der erwachsene Steve seine biologische Mutter, versöhnte sich mit ihr und hatte ein gutes Verhältnis zu seiner Schwester Mona, die Schriftstellerin wurde. Die Schwester hat hingegen ihren gemeinsamen Vater gefunden, der, wie sich herausstellte, ein Restaurant betrieb. Dorthin kamen viele erfolgreiche Leute aus der Technologiebranche und Steve Jobs war auch darunter. Der Vater und der Sohn sind sich zufällig begegnet und haben die Hände geschüttelt, aber dies änderte nichts an Steves Einstellung zu ihm. Er wollte mit seinem Vater nichts zu tun haben, vor allem weil dieser seine Familie verlassen hat. Wir betonen das besonders, denn hier kommt die Frage auf, ob dies negative Auswirkungen auf Jobs Verhältnis zu anderen Menschen und zu seiner Tochter hatte. Oder ob er nur ein Genie war, der seinen Job am meisten liebte und einfach ein Sonderling war? Was meint ihr? Denn die Tatsache ist, dass Jobs wahrscheinlich niemanden so sehr liebte wie seine Firma. Und er behandelte sie wie das wichtigste Kind. Tja, aber wie ist sein Imperium eigentlich entstanden? 1976 gründete der 21-jährige Jobs zusammen mit Steve Wozniak ein Unternehmen und sie machten ihren ersten Computer, Apple I, in der Garage. Nur ein Jahr später bauten sie seine zweite Generation und erzielten damit einen Riesenerfolg auf dem PC-Markt. Und sie wurden mit ihrem Apple II zu einem der wichtigsten Unternehmen der Branche. In dieser Zeit wurde Lisa Brennan Jobs, Steves uneheliche und ungewollte Tochter, geboren. Sie kam aus einer 5-jährigen Beziehung zur Malerin und zum Hippie Kristen Brennan. Die Frau wurde kurz vor ihrer Trennung schwanger und Steve wollte gar nicht glauben, dass es sein Kind sein konnte. Aber obwohl sie dem Kind gemeinsam den Namen Lisa gaben, während sie mit dem Baby auf einem Feld in der Nähe vom Bauernhof lagen, wo Kristen geboren wurde, weigerte sich Jobs jedoch, die Vaterschaft anzuerkennen und er bestand darauf jahrelang. Interessanterweise begann die Firma Apple im Jahr der Geburt des Mädchens mit der Arbeit an einem neuen Computer, einem der ersten auf der Welt mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Maus. Und als er einige Jahre später der Welt gezeigt wurde, hieß es The Lisa. Die erwachsene Tochter von Jobs hat bereits zahlreiche Publikationen über ihren Vater geschrieben. Aber in ihrem neuesten Buch Small Fry versucht sie nicht mehr, ihre Beziehung mit dem Vater sanft zu beschreiben. Sie enthüllte viele Familiendetails und schwierige Umstände, unter denen sie aufwuchs. Und sie gestand, dass sie sich einsam und verlassen gefühlt habe. Lisa sagte, dass ihr Vater in den ersten 2 Jahren ihres Lebens kein Interesse an ihrem Schicksal zeigte. Und er habe nicht einmal den Unterhalt für sie gezahlt. Ihre Mutter kämpfte, um über die Runden zu kommen, ohne einen festen Job oder eine eigene Wohnung zu haben. Und dies war die Zeit, als sich Jobs der Firma grenzenlos widmete und sie aufblühte. Erst als der Fall der Vaterschaft vor Gericht ging und DNA-Tests eine enge 95-prozentige Verwandtschaft zwischen ihm und seiner Tochter bewiesen, änderte sich leicht seine Einstellung. Allerdings nicht so spektakulär, wie einige vielleicht erwarten würden. Nun, er ist nicht über Nacht zu einem liebenden Vater geworden. Er besuchte seine 2-jährige Tochter zwar, als die Unterhaltszahlungen ihr zugesprochen wurden, aber er verinnerlichte die Vaterrolle immer noch nicht. Und das war nur der Beginn ihrer schmerzhaften und komplizierten Beziehung. Mit der Zeit ging Apple an die New Yorker Stock Exchange Börse und das Vermögen des lediglich 25-jährigen Jobs stieg auf 200 Millionen Dollar. Aber gemäß des Gerichtsbeschlusses musste er nur 385 Dollar pro Monat für sein Kind zahlen. Der Multimillionär gab aber Lisa zu den fast 400 einen weiteren Hunderter dazu. Wie großzügig! Als Apple 1983 The Lisa, einen Hightech-Computer, auf den Markt brachte, veröffentlichte das Time-Magazin einen Artikel über Jobs und seine Tochter. Der Apple-Mitbegründer antwortete darauf, dass 28% der männlichen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ihr Vater sein könnten. Und obwohl er sich so verletzend ausdrückte, trug er angeblich ihr Bild in seiner Brieftasche. Doch als er es zeigte, sagte er immer, es sei nicht sein Kind, aber da es keinen Vater habe, versuche er, bei ihr zu sein und sie zu unterstützen. Er verhielt sich aber ganz im Gegenteil.
Lisa verbirgt in ihrer Geschichte nicht den Groll gegen den Vater, dass er anstatt sie aufzuziehen Maschinen schuf, die die Welt veränderten. Aber als er Mitte der 80er Jahre mit dem damaligen Geschäftsführer von Apple in Konflikt geriet und gezwungen wurde, das Unternehmen zu verlassen, nahm er sich mehr Zeit für seine Tochter. Sie fuhren beispielsweise Rollschuh zusammen. Er sprach jedoch nicht viel mit ihr und Lisa spürte, dass er im Inneren sehr traurig war. Aber er verhielt sich hochmütig und distanziert. Und sie träumte nur davon, ihm nahe zu sein und von ihm wahrgenommen zu werden. Wenn sie ihn ansah, sah sie all seine Vorteile, aber gleichzeitig hatte sie Schwierigkeiten, einen Platz in seinem Leben zu finden. Also jedes Mal, wenn er sie wegstoß, bemühte sie sich, ihm näher zu kommen. Sie sagte, dass sein Erfolg ihn von ihr entfernte und berufliches Versagen sie näher brachte. Nachdem er Apple verlassen hatte, gründete Jobs eine neue Firma, Next. Und er kaufte noch 1986 das Computeranimationsstudio Lucasfilm, aus dem er ein eigenständiges Filmstudio, Pixar, gründete und CEO wurde. Pixars Filme waren die ersten in der Geschichte des Films, die vollständig mit Hilfe der Computertechnologie entstanden sind. Zu den bekanntesten Produktionen gehören sicherlich Toy Story, Findet Nemo, Die Monster AG und Cars. Steve baute seine Position auf dem Markt von Grund auf neu auf und erzielte schnell einen weiteren finanziellen Erfolg und große Anerkennung, was bestätigt, dass er ein wahrer Visionär mit einem brillanten Geist und Geschäftssinn war. Lisa erzählte dagegen, dass sie und ihre Mutter in dieser Zeit auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen oft umgezogen seien. Als Jobs später etwas mehr Interesse an seiner Tochter zeigte, verbrachte sie ihre Kindheit zwischen zwei Welten. Sie fuhr mit ihm in den Urlaub und lebte dann sogar eine Weile bei ihm. In dieser Welt wohnte sie in einer riesigen Villa mit Swimmingpool, mit vielen leeren, eleganten Räumen, aber auch viel Einsamkeit und Stille an der Seite ihres Vaters. Die andere Welt war arm und dort war die laute, aber liebevolle Mutter. In einer ihrer Publikationen gestand Lisa, wenn sie an einem dieser Orte gewesen sei, habe sie immer den anderen vermisst und umgekehrt. Steve Jobs ist in den Erinnerungen seiner Tochter ein unberechenbarer Mann, der auftauchte und verschwand und der launisch war. Wie sie zugab, frustrierte sie sein Verhalten und faszinierte sie zugleich. Steve war voller Widersprüche. Wenn er gute Laune hatte, strahlte er viel positive Energie aus, die anziehend wie ein Magnet war. Aber gleichzeitig konnte er rücksichtslos, gnadenlos, ehrlich und kühl sein. Zu Hause machte er oft Spaß, spielte Gitarre und sang für seine Tochter, aber andere Male ignorierte er sie völlig. Lisa gestand, dass seine Widersprüche immer gegenwärtig waren. Er war reich, aber er trug eine löchrige Hose. Er war berühmt, aber er schien einsam zu sein. Alle behandelten ihn nachgiebig und vergaben ihm seine schrullige Art, weil er dabei doch brillant und manchmal sogar nett war. In ihrem Buch schrieb die Frau, dass sie und ihre Mutter mal ein perfektes Haus für sich fanden und Steve baten, dass er es ihnen kauft. Doch das Haus gefiel ihm so sehr, dass er beschloss, es für sich selbst zu kaufen. Und er zog dort mit seiner Frau Lauren kurz nach ihrer Hochzeit ein. Mit dieser Frau gründete er eine Familie und hatte drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter. Steve war ein Visionär und ein Perfektionist, sowohl beruflich wie auch privat. Er wollte immer, dass alles so aussieht, wie er es sich vorgestellt hat. So scheint es, dass nur die ungewollte Tochter ein Makel in seinem Leben war. Wie Lisa selbst sagte, sie sei ein Makel auf seinem spektakulären Karriereweg gewesen. Und ihre Existenz habe der Erzählung von seiner Größe nicht entsprochen, die er ja um sich herum unbedingt schaffen wollte. Lisas Mutter, die erste Liebe von Jobs, widmete ihre Jugend der Erziehung ihrer Tochter und suchte ständig nach ihrem Platz. Sie wechselte oft Partner. Im Laufe der Zeit wurde sie zu einer frustrierten Frau, was zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrer Tochter führte, bei denen sie oft die Kontrolle verlor. Die Beziehung zur Mutter tat dem jungen und emotional gebrochenen Mädchen nicht gut. So bestand Steve mal darauf, dass sie bei ihm einzieht und der neuen Familie eine Chance gibt. Aber er wollte nicht, dass sie sich mit der Mutter trifft. Also durften sie 6 Monate lang nur miteinander telefonieren. Das war eine schwierige Entscheidung für Lisa, denn obwohl sie ihre Mutter liebte, wollte sie sich von ihr befreien und mit ihrem Vater leben. Daher musste sie seine Forderungen in Kauf nehmen. Jobs war kein typischer Vater, er hatte etwas von einem Hippie an sich. Er strafte zum Beispiel das Rauchen nicht, er studierte nicht und wollte es für seine Tochter auch nicht. Und als sie nach Harvard ging, verachtete er ihre Entscheidung. Jobs wollte, dass sie bei der Familie bleibt, sich um ihre jüngeren Geschwister kümmert und die Beziehung zu ihnen pflegt. Und obwohl er ein enormes Vermögen besaß, hielt er das Geld in vielen Situationen zurück. Das erwähnte Lisa zum Beispiel in ihrem Buch. Er habe ihr ein neues Bett nicht gegönnt oder die Heizung in ihrem Zimmer nicht reparieren lassen, gleichzeitig kaufte er sich neue Autos. In der Zwischenzeit bekam die Firma Apple ohne ihren großen Mitgründer große Schwierigkeiten und ging bankrott. Im Jahr 1996 holte deswegen das Unternehmen den Apple-Gründer zurück. So kam der erste iMac auf den Markt und dann entstanden unter Steves Leitung auch iPods, iTunes Store, iPhone und iPad. Mit seinen bemerkenswerten Ideen hat Jobs das Unternehmen in wenigen Jahren in unglaublichem Tempo wieder auf die Beine gestellt, sein Prestige wiederhergestellt und Produkte geliefert, die Millionen von Menschen weltweit faszinierten. Jobs war einfach eine Marke an sich. Deshalb gab Lisa zu, dass sie keine Skrupel hatte, ihren Namen zu benutzen und sich mindestens einmal im Licht der Herrlichkeit ihres Vaters aufzuwärmen, als sie sich bei den Universitäten bewarb. An die Uni zu gehen war für sie eine Chance, dem schwierigen Steve und der nicht sehr erfolgreichen cholerischen Mutter zu entkommen.
Wie sich herausstellte, konnte Jobs Lisa nicht verzeihen, dass sie das Studium der Familie bevorzugt hat. Bald darauf hörte er also auf, ihre Studiengebühren zu zahlen. Und als die Frau die Uni um ein Stipendium bat, stellte sich heraus, dass es nur an Bedürftige vergeben wurde und ihre Situation war weit davon entfernt. Sie schloss ihr Studium nur dank der finanziellen Unterstützung von Steves Nachbarn ab, die sich um sie kümmerten, als Jobs sie vernachlässigte. Als erwachsene Frau sah Lisa ihren Vater nur einmal im Jahr. Obwohl sie seine Erstgeborene war, hatte der Apple-Gründer offiziell nur 3 Kinder, nicht 4. Denn Lisas Name erschien nie in der Presse im Zusammenhang mit ihm. Als er krank wurde, besuchte sie ihn öfter. Lisa begleitete ihren Vater in den letzten Momenten seines Lebens. Kurz vor seinem Tod habe er sie gebeten, zu ihm zu kommen, wenn ihre Geschwister und seine Frau nicht zu Hause waren. Und da habe er Reue gezeigt. Wie Lisa sagte, sei er überraschend herzlich gewesen. Mit Tränen in den Augen habe er von ihr Abschied genommen und sich entschuldigt, dass er nicht oft für sie da war, wie sie es brauchte. Der Autor der Jobs-Biografie, Walter Isaacson, schrieb, dass es Jobs sehr leid tat, dass er die Dinge mit seiner Tochter nicht anders gelöst hat. Er gestand, dass als sie geboren wurde, er sich mit der Vaterrolle gar nicht abfinden konnte und deshalb wollte er diese Rolle nicht übernehmen. Lisa, die sich an ihre unangenehme Kindheit erinnerte, gab wiederum zu, dass sie sehr spät erkannt habe, welches Glück sie gehabt habe, dass sie ihn kennengelernt habe, bevor er unglaublich berühmt und reich wurde. Damals habe er noch viel Kraft gehabt, mit ihr auf einem Trampolin zu springen und Rollschuh zu fahren. Und sie gestand noch etwas. Ihre ganze Kindheit überdachte sie, dass er mehr Zeit mit allen anderen als mit ihr verbrachte. Jetzt sei sie sich nicht mehr so sicher. In der Autobiografie der 41-jährigen Lisa wurden jedoch viele traurige Erinnerungen beschrieben und man kann sagen, nur diese schwierigen Momente an Steves Seite sind in ihrem Buch zu lesen. Das heißt, die Momente, in denen sie sich abgelehnt fühlte, die Momente, in denen sie zwischen den Worten hörte, dass sie von ihm nichts bekommen würde. Jahrelang hielt sie sich für ein schlechtes Kapitel in der Lebensgeschichte dieses Genies. Anderer Meinung sind jedoch die Witwe des Geschäftsmannes, Lauren Powell Jobs, und Lisas Schwester, Mona Simpson. Die Frauen gaben gemeinsam eine Erklärung heraus, in der sie Lisas Beschreibung von Steve Jobs ablehnten. Sie schrieben, dass sie ihr Buch gelesen hätten und das Buch würde sich drastisch von ihren eigenen Erinnerungen an Jobs unterscheiden. Der beschriebene Jobs sei nicht der Mann, Vater oder Bruder, den sie gekannt hätten. Laut der Witwe von Jobs habe er Lisa geliebt und bedauert, dass er in ihrer früheren Kindheit nicht anwesend war. Und alle seien dankbar für all die Jahre, die sie mit Steve Jobs als Familie verbracht hätten. Laut Presse erhielt Lisa nach dem Tod ihres Vaters mehrere Millionen Dollar Erbschaft, weil er sie in seinem Testament berücksichtigt hatte. Das Vermögen und Vermächtnis von Jobs gehörte jedoch seiner Frau, die dies effizient verwaltet und bereits vermehrt hat. Lisa dagegen sagte, dass wenn sie die Rechte zum Unternehmen bekommen hätte, sie diese Milliarden an die Bill und Melinda Gates Stiftung weitergegeben hätte. Das ist eine interessante Wahl, wenn man bedenkt, dass sich die zwei Riesenunternehmen, also Jobs Unternehmen und Microsoft, auf dem Markt in einem Wettstreit befinden. Nun aber wieder zurück zu euch. Was haltet ihr von Jobs Tochter Lisa Brennan Jobs und von ihren Bekenntnissen? Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!